Es geht weiter mit Kirby und mit Level 2 aus der dritten Welt. Yeah. Und du stirbst bitte. Dankeschön. Warte, kann ich eigentlich von hier treffen? Sieht nicht so aus. Nee, schade. Bei Kirby tue ich mir aber irgendwie immer schwer, irgendwie was aufzunehmen. Feuer, yeah. Oh nein, nein. Zum einen bin ich scheiße. Zum anderen bin ich... weiß ich nicht, wie ich den Fang anfangen soll. Und dann bin ich schüchtern. Und so. Und wow, was? Man kann die Max-Tomate kaputt machen. Geil, wusste ich nicht. Super. Dann macht ihr diesmal nicht falsch. Beim nächsten Mal, wenn ihr das Spiel. Ja, ganz wichtig. So, jetzt sind wir beide mal hier in so einem großen Turm. Und hier können wir einfach nach rechts gehen. Bis er irgendwann aufhört zu spinnen. Ich könnte eine andere Fähigkeit haben. Ich bin für mich unsicher mit der. Die braucht immer so lange zum Schießen. Wow. Ich weiß noch, als ich früher, als ich das Spiel das erste Mal gespielt habe, bin ich hier runtergesprungen. Weil ich dachte, da unten geht's. Also ich habe nicht gewusst, dass er irgendwann einfach so aufhört zu spinnen. Und dann bin ich einfach runtergesprungen und dann bin ich gestorben. Das war sehr, sehr unlustig. Machen wir weiter. Die Folge fängt auf jeden Fall schon mal gut an. Aber wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie ich mal anfangen soll. Von daher denke ich, ist das okay. So, die Downbee brauchen wir am besten. Weil, warum nicht? Hi, Spiky, weiß ich nicht, wie du heißt. Lass mich mal bitte in Ruhe, denke ich. Obwohl, ich hätte lieber dich da. Nein, nicht dich da, nicht dich da. Ich will dich. Ich kann nicht springen. Ich kann nicht springen. Manchmal hat einfach gar keinen Bock zu springen. Was ist los? Schon wieder. Ich muss zweimal drücken, damit wir mal anfangen zu springen. Okay. Ja, ihr wisst ja, mein Skill ist eingerostet. Ich bin nicht mehr so gut in dem Spiel, wie ich mal war. Das ist blöd. Und das weiß ich. Und das nervt mich wahrscheinlich. Aber was soll ich dagegen machen? Am besten einfach mit Controller spielen. Keine Ahnung, ob ich jemals eine Wii U wieder zurückbekomme, zusammen mit dem Controller. Wäre schön, würde ich ihn wiederbekommen. Komm, ich brauche gutes Commentary, damit den Leute sich noch diesen Shit hier geben will. Das ist ein Retro-Let's Play und Retro-Let's Plays werden nie gut geguckt. Aber trotzdem hab ich Bock auf das Game. Aber Kirby anscheinend nicht, denn er ist müde. Und hat keinen Bock zu springen, wenn ich ihm sag, er soll springen, dann macht er das nur manchmal. Und manchmal, dann macht er das einfach nicht. Oh man, oh man. So, jetzt bin ich ein Wheelie. Jetzt gibt's erst mal auf die Nuss. Let's go! Dieses Mann, der ganze Kurs ist aufgebaut, damit man hier mit dem Wheelie durchfährt. Zoom, zoom, wum, wum. Sieht voll geil aus irgendwie. Nein! Ich wollte gar nicht weg! Nein! Ich wollte gar nicht! Ich wollte mir die Fähigkeit. Oh Gott, ich wollte das gar nicht! Oder kann ich wieder zurück? Nee, ich dachte, das wäre eine Tür da oben, aber nee. Ich kann einfach nur nach oben klettern. Wenn man Bock hat, warum nicht? Wow. Bitte lass mich in Ruhe. Ich kann mir natürlich auch für 20 Euro oder so einen Bluetooth-Stick holen. Könnte ich mit dem Switch Pro Controller spielen, aber. Lohnt sich das? Soll ich es machen? I don't know. So, Backdrop ist natürlich richtig geil. Da sagt man nämlich die Gegner an und dann backdroppt man die einfach. Und jetzt will ich bitte meinen ersten Platz haben, das wäre super schön und die Kreisung, juhu! Guck mal, wenn der Skill weg ist, kriege ich zumindest am Ende noch ein Wunder. Ja! Also super. Yeah! So, Arena-Time! Wer ist unser Boss diesmal? Oh, nicht du schon wieder! Warum geht Backdrop nicht? Ja, okay, dann kann ich euch Backdrop heute nicht zeigen. Sondern wir kämpfen jetzt erstmal gegen den roten Wheelie. Wow, der schießt doch richtig schnelle Wheelies raus.
Bam! Was machen wir mit dem Blödsinn? Hör auf, rum zu jumpen. Jetzt. Yes. Auf dem Mond hopp. Muss ganz fest reindrücken und das am richtigen Zeitpunkt. Wow. Okay, ein Leben hat er noch. Das schaffe ich. Komm her. Bam! Was kriegen wir? Oh Leute, ich habe genau in dem gleichen Zeitpunkt das gemacht, deshalb habe ich jetzt keinen Sound bekommen. Aber ich krieg ein Wii. Super. Das war es nicht wert. Aber dann habe ich das auch mal gezeigt, was es dort gibt hier. Level 3. Warum ist die Musik in diesem Film so episch? Ich weiß es nicht. Ich wüsste es gern. Ich weiß gar nicht, ob das Spiel überhaupt einen Hardmode hat. Wenn ja, dann kann ich ja vielleicht, bis der Hardmode halt dran ist, ein wenig üben. Und dann, euch beim Hardmode meine wahren Skills zeigen, die ich im Spiel habe. Weil ihr merkt ja, dass ich gerade nicht so den besten Skill habe. Aber wieder so ein drehender Turm. Die kommen immer noch öfter, die kommen jetzt öfter. Und man sieht, by the way, wann die aufhören, weil Kirby geht immer weiter, immer wieder ein Stück nach weiter nach rechts. Und wenn er dann irgendwann hier in so einer Ecke ist, vom Turm, ja, dann hört der Turm auf zu spinnen. Daran habe ich es auch erkannt am Ende. Ich hätte gerne eine Eisfähigkeit. Yes, bin Eis. Eis, Baby. Eiskalt. Yes, okay, dann werde ich rein. Was gibt's hier? Gibt's nicht irgendwo ein Secret Exit? Nein, gibt's nicht. Gibt's nicht. Nee. Ich habe nämlich vorher noch geguckt, wie die Orte aussehen. Secret Exits. Schau mal da oben. Wie komme ich nach da oben? Wahrscheinlich hier, oder? Ja, oder? Yes. Ziel. Juhu. Bei anderen Orten gibt es wahrscheinlich nur Gegner und Formen und was weiß ich. Was brauche ich nicht? Wir sind jetzt alle blau am Blutabdi. Seht ihr auch die Overworld? Wir steigen so den Turm herab. Herauf meine ich nicht herab, herauf. Hier geht es nämlich nicht nach rechts. Ich merke gerade, dass rechts sieht alles aus wie so Dragon Balls. Ja, wir gehen ganz weit nach oben. Ganz, ganz oben auf der Spitze wartet nämlich ein Boss auf uns. Was könnte das nur sein? So, hier ist ein Museum. High Jump! Nein, danke, ich bleib lieber bei Eis. Ich gebe natürlich immer Mühe. Oder halt. Teilweise Mühe, damit ich nicht so den abgrundtiefsten, schlechtesten Skill hab und zu. Geile Rundfahrt. Hat zwar nichts gebracht, aber coole Rundfahrt. Oh, Meta Knight! Dudum! Badum! Badum! Nein, ich will mein Eis! Ich will mein eiskaltes haben. So, weg mit dir! Weg mit dir! Die brauchen wir zwei Hitze, hab ich das Gefühl. Kann das sein? So, du da! Ich will meine Fähigkeit haben! Meine Fähigkeit! Wow! Ich will mein Eis haben! Die brauchen halt wirklich ein paar Schläge, ein paar Hits. Ihr seht's ja, die brauchen einfach etwas länger. Why? Weg mit dir! Geschafft! Mit der Knight! Was soll das? Ich dachte, du bist auf unserer Seite. Warum schickst du uns Gegner zu? Okay, hier können wir noch Verwandlungen holen, aber... Nein, danke, brauche ich nicht. Bam! Was macht der Steinbock da? Ich hab Angst. Der braucht doch irgendwas. Wir müssen jetzt hin. Okay. Ja, natürlich. High Jump. Natürlich. Der Tisch dich gut. Und schmacklich auf dich. Ich will meine Fähigkeit halt wieder haben. Aber die ist jetzt weg. Hilfe, warum ist die jetzt weg? Das ist gemein. Das sag ich meiner Mami, die gibt dir gleich aufs Maul. Oh, schade. Etwas zu spät, naja, egal. Lal. Ui, guck dich das an.
okay, hier sieht so ein bisschen komisch aus mit dem Sprite, aber wir sind fast da oben. Es kommt noch ein weiteres Level nach 5 und dann kommt da schon der Boss. So, hier haben wir ein neues Minispiel, und zwar Quick Draw. Das kennt ihr wahrscheinlich alle. Wenn der Gegner kommt, und nee, wenn der A-Gegner anfängt, seine Knarre rauszuholen, so auf dich zu zielen, drücke so schnell wie möglich den A-Knopf. Wenn du ihn zu früh oder zu spät drückst, dann hast du verkackt. So, ich muss mal leise sein. Okay, 15 ist gut. Nice. Ab den 4. wird schwer. Das ist, glaube ich, 5 Kämpfer oder so. Oder 6? Bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube, es gibt aber 6. Ich glaube, es gibt also King DDD und danach Meta Knight, oder? Ich weiß es nicht. Oh Gott! 11! Wow, sorry, ich habe gerade Mikro schon geschlagen. Der hatte 11 geschafft. Junge, okay. Naja, ich habe mein Bestes gegeben und ich fand meinen Try sehr gut. Oh, jetzt haben wir Random. Was gehen wir? Sleep. Geil, ich kenne das Schlechteste. Jetzt sind wir im Sieg, jetzt habt ihr keine Chance. Geil wäre es wie bei Mario, wenn man je mehr Gegner du killst, desto mehr Punkte bekommst du und dann am Ende kriegst du halt so eine Gesamtpunktzahl und dann kriegst du eventuell One-Ups. Das wäre cool. Oh, warte, warte, Frosty, Frosty. Ich will Frosty haben. Frosty! Freeze! PK Freeze! PK Freeze! PK Freeze! Ey, ich will mal PK Freeze haben. PK Freeze! Und dann fliegen die durch die ganze Map. Oh, Smash war schon geil. PK Freeze! PK Freeze! Oh, aua. Ich will meinen PK Freeze haben, lass mich in Ruhe. PK Freeze! PK Freeze! PK Freeze! Oh, was machst du denn jetzt? Bomben! PK Freeze! Aua! Boom! Und Hammer! Der Hammer ist eine der geilsten Fähigkeiten in der ganzen Kirby History. Das war so geil. Okay, das ist ein kleines Rätsel hier. Ich schätze mal, ich kann einfach alles kaputt machen. So, bam, guck dir diesen Hammer an. Das ist eine krasse Range, der vor allem hat. So, warte. Ja, genau das wollte ich machen. Da kann mich hier nicht noch rein ran. Und dann hier ins Ziel. War das gut? Ich weiß es nicht. Doch, es war perfekt. Gut. Oh, oh, yeah. Warum macht mir das Spiel immer Spaß? Wenn ich spiele, aber wenn ich nicht spiele, dann habe ich auch keinen Bock auf das Spiel. Was ist bloß mit mir? Hilfe. So, in diesem Level hier oben gibt es ein Secret Exit, das weiß ich. Müssen wir nur darauf achten. Was brauche ich denn für eine Fähigkeit? Ich brauche keine Fähigkeit, ne? Ich glaube nicht. Oh Gott, nein, ich habe ihn doch. Oh, das Level, jetzt weiß ich, wo wir gerade sind, in welchem Level. Ach komm, ich war noch nicht. Wir werden gestern von diesem Spike da verfolgt hinter uns. Wir müssen von ihm abhauen. Der wird uns nämlich den Blick versperren. Dann müssen wir so schnell wie möglich abhauen. Okay, so. Und jetzt? Nächste Szene. Was kommt jetzt? Bam. Okay, Max Tomate brauche ich nicht. Also kannst du die gerne behalten. Ich bin nämlich zu gut für den Max Tomate. So, genau hier ist irgendwo das Secret Exit. Hier auf der rechten Seite. Genau hier. Kann man einfach sich reinpusten. So, und dann muss man sich hier beeilen.
Yo, ich hab's gerade noch so geschafft. Ich bin durch die Wand geglitscht. Ja, moin. Und bam. Eyecatcher Minigame, das mag ich natürlich. Und deshalb freue ich mich, dass ich das gleich wieder spielen darf. Das ist super. Oh. Jetzt kommen diese Passagen des Spiels. Oder haben wir gerade einen Verwerfefehler? Hier gibt es immer so ein Enemy, immer so ein Gegner, der kann. Den gibt es nur in diesem Spiel, glaube ich, der hier. Der gibt uns nämlich die Fähigkeit Licht. Ja. Das macht die Fähigkeit. Jetzt haben wir keine Fähigkeit mehr. Jetzt ist der ganze Raum erhellt. Aber das ist eigentlich für immer so, oder? Ich glaube, in irgendeinem späteren Level braucht man das, um dann wieder zurückzulaufen. Kommt ganz am Anfang dieses Raumes. Und dann kriegt die Fähigkeit erst am Ende. Und dann muss man in so einem bestimmten Loch rein und dann gibt es dann Secret Exit oder wie sowas. Ich werde es ja noch sehen. Ich hätte ja alle Secret Exit machen. Von daher, lass mich in Ruhe. Gib mir am besten die Fähigkeit noch. Ehre! Und dann raus hier. Raus hier! Raus! Raus hier! Oh, das war zu spät. Das war viel zu spät. Das ist grottig. Schisch. So, und hier haben wir das letzte Level. Bevor wir den Bosskampf machen, machen wir erstmal das Eyecatcher-Minigame. Ich muss mich kurz ein wenig konzentrieren. Kann ich das normal machen? Gibt es das nicht auch in der ersten Welt noch so ein Eyecatcher-Minigame? Komm schon, ey, das ist doch gemein. Ich habe gar nicht so lange gehalten. Das war noch ganz in Ordnung. Ey, das ist doch gemein. Ja, und hier war der Kran. Und hier wollte ich nicht rein. Du Schwein. Was mit Welt 2? Na egal. Dann halt nicht. Ich brauche die One-Ups sowieso nicht. Ich habe 17. Ich bin viel zu gut im Spiel, ja. Guck, ich mache den jetzt mit links. One for try. Oh, es ist der. Oh, Sonne und Mond. Bitte nicht. Hilfe. Ich mag die überhaupt nicht. Ich kann die überhaupt nicht leiden. Nein! Ich brauche eine Fähigkeit, sonst ist es viel zu schwer. Sonst ist es viel zu schwer. Was ist meine Fähigkeit? Was ist meine Fähigkeit? So, wenn man gegen Sonne kämpft, dann... Nein! Ah, ich lass mich doch erklären! Dann dash die immer so und dann kommt immer so solche Sterne runter. Und dann ist es auch nachts. So, und wenn man gegen Mond kämpft, was macht der nochmal? Genau, der hat den Cutter. Der hat einfach die Cutter-Fähigkeit. Sterne kommen auch nochmal... Nee, es kommt... Oh nein, es kommt der Laserstrahl. Weiß gar nicht, was ich mehr hasse. Aber ist beides nicht geil. Und die Sonne kann einen trotzdem, glaube ich, verletzen. Da bin ich nicht sicher. Der kann auch dashen. Hau ab. Man muss beide besiegen. Nein! Kacke! Ah! First try. Komm, ich wollte nicht erklären und war nicht gut. Okay, lasst mich. Jetzt habe ich den normal machen, den Kampf. Jetzt ist Tag und ich kämpfe gegen den Mond. Die haben sich nämlich gestritten und jetzt kämpfen die anscheinend zusammen, weil sie sich gestritten haben. Macht Sinn, ne? Ja, finde ich auch. Warum bin ich jetzt so schlecht? Warum bin ich so krass schlecht? Das regt mich jetzt schon wieder auf. Komm, kill mich einfach. Komm, ich habe schon wieder verkackt. Kill mich, komm, kill mich. Kill mich, bam. Kacke. Ich war noch nie so schlecht in dem Spiel. Ich weiß nicht, ob ich verflucht bin oder ob es daran liegt, dass ich mit Tastatur spiele. Aber ich bin scheiße gerade in dem Kampf. Lass mich in Ruhe, Sonne. Ja, Sonne. Oh, verdammt. Spring. So, Mond, Sonne meine ich hier jetzt. Das war Mond gerade. Oh Gott.
Nice! Oh, den Kater kann ich nicht tragen. Den kann ich aufsammeln. Wusste ich nicht. Wusste ich genau nicht, dass der mich jetzt so angreift von der Seite dasht. Na Gott, oh Gott. Oh Gott, bin ich kacke gegen den. Okay, da ist mir Sonne viel lieber, merke ich gerade. Bam! Doppelter Angriff! Ist stärker! Und da versöhnt ihr euch jetzt gefälligst. Lasst mich in Ruhe. Gib mir den Stab. Und jetzt hau ich ab, denn ihr seid irre versöhnt euch. Das ist nur dumm, was ihr macht. Level 4. Grape Garden. Oh, sieht so süß aus. Nein! Nein! Oh. Warum passiert Kirby immer so was? Das finde ich nicht fair. Nein. Und wie die vierte Welt aussieht, das werdet ihr dann in der nächsten Folge sehen. Yeah! Cliffhanger ist doch cool.